Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Total War 2 mit historischen Rom. Und wir sind 2 Jahre vor der Landung in Sarmatien. Und sonst sieht es auch ganz. Entschuldigung. Sieht es auch ganz lässig hier aus. Wir haben jetzt. Mal schauen. Jerusalem 70, das haben wir. Und jetzt Syria. Da haben wir jetzt noch, warte mal, habe ich mir das aufgeschrieben? Natürlich nicht. Syrien, das kommt aber, glaube ich, auch 65. Asien, doch, habe ich mir aufgeschrieben. Ich kann nur meine eigenen Schrift nicht mehr lesen. Gut, hier oben, in Spanien, genau, da kommen jetzt die daher. Und da werden wir mal die da rausschmeißen. Ich glaube, wir werden das mal spielen. Damit wir wieder eine Belagerung sehen hier. So, gut. Karthago ist genau immer noch unter unseren Händen. Hier. Ja. Dann, genau, die müssen wir jetzt auch mal... Die müssen wir jetzt auch mal ein bisschen demoralisieren hier unten. Hier ist es ja ganz praktisch, dass hier nicht jetzt die, dass hier Saba jetzt ist, also Saba, oder wie man das, also Saba, Sabia, egal, dass die hier sind, weil die haben nicht so eine starke Late-Game-Armee. Also die haben nur gute, mittlere Einheiten und schwere Kavallerie oder schwere Infanterie haben sie jetzt nicht so. Deswegen ist es ganz praktisch, dass jetzt hier nicht sowas wie Seleukiden oder so sind. Weil gegen die hat Rom schon ein bisschen Probleme. Also allgemein gegen Einheiten, die sehr wendig sind, hatten die römischen Legionäre immer ziemliche Probleme. So. Das hat auch die britannische Invasion gezeigt. Weil die Briten hatten ja am Anfang relativ wenig zu sagen. Also selbst gegen. Also gegen Caesar wurde die Invasionsarmee wurde wieder zurückgeworfen. Bei der Landung gab es hier schon so einen riesen Kampf. Und 100 Jahre später unter Kaiser Claudius gab es da überhaupt keinen Kampf. Und genau, dann ist wo ist Britannien da? Genau, dann ist er rum eben hier vormarschiert. Und erst dann gab es so 3, 4 große Schlachten, bis die Briten herausgefunden haben, dass die Römer eben auf dem Feld eigentlich nicht zu besiegen sind. Und dann haben sie angefangen mit der Nadelstichtechnik bzw. Guerillataktiken, Proviant-Konvois und so weiter anzugreifen. Weil je weiter die Legionen vorgeschritten sind, desto ausgedehnter waren dann die... Entschuldigung. Uiuiui. Desto ausgedehnter waren dann die... die Linien und die Briten konnten dann einfach durchschlüpfen. Und genau. Und eben, also die Legionen konnten nicht oder kaum besiegt werden, aber die aber wenn man die Legionen quasi umgeht und dann von hinten oder also in Hinterhalte und so weiter
angreift, dann war es schon so, dass es oft, oft zu Niederlagen kam. Und was noch interessant war, im Osten hatten die Römer auch sehr, sehr große Schwierigkeiten, weil sie eben gegen sehr viele Kavalleristen und Plänkler-Kavalleristen gekämpft haben. Und das war eben nicht sehr traditionell, sage ich mal. Also die hatten da sehr große Schwierigkeiten. Gut. Jetzt aber mal weiter. Ich habe keinen zu trinken mehr. Das ist sehr ärgerlich. Aber das geht schon. So, 65 ist die Landung hier. Da können wir ja... genau. Warte mal. Das ist jetzt ein bisschen zu früh. Also 55 ist Gallien erst dran. Wenn ich jetzt Massilia nicht zur Hilfe eile, dann greifen die mich auch an. Beendet Bündnis. Aber wenn ich jetzt anfange gegen Britannien zu Felde ziehe, das dauert halt noch so ewig bis. Bis ich Britannien angreife. Warte. Wenn ich die jetzt ablehne, dann ist es oft so, dass der dann mit mir Krieg anfängt. Und das könnte jetzt ein bisschen blöd werden. Aber ich lehne es mal ab. Ich hoffe, ihr nehmt dieses Geld mit dem gebührenden Respekt. Nö. Jetzt nehme ich mir das Land wieder zurück. Warte mal, wieso sind da jetzt zwei Flotten? Ich habe doch nur eine Flotte vorbeigeschickt, oder nicht? Ha. Vielleicht war es auch ein anderes Land. Ja, ich bin so froh, wenn... Das Schwert wurde gezogen. Ja. Ihr habt damit angefangen. Jetzt müsst ihr die Suppe auslöffeln. Oh, ich habe übrigens Hunger. I'm hungry. Erpressung. Mitglied eurer Familie wird erpresst. Wurde entdeckt. Umsturz. Garnison. Nochmal Garnison. Sohn wird erwachsen. Diebstahl. Ja, ist egal. Mission erteilt. Eine Flotte. Nö. Ja, da ist ja niemand drin. Bam. So, da kommen... Ja, zum Hof. Und hier Garnison. Damit hier eben eine Garnison vor Ort ist. Okay, der ist behindert. Das ist schön.
Du gehst jetzt mal wieder zurück. So, jetzt schauen wir mal, wie die uns finden. Wahrscheinlich nicht so gut. Die mögen uns jetzt gar nicht. Gebrochenes Abkommen minus 43. Ich werde zuhören. Wie lang kann ich nicht... Ihr wollt mich zu einem Abkommen mit eurer... Na gut. Ja, ist auch wurscht. So, dann greifen wir mal an. Also ist zwar keine spannende Ding, aber ja, ich hab mal wieder Bock drauf. So, bei so einer Stadt ist es auch praktisch, wenn man sich hier dann verschanzt. Also wenn nicht der Hauptzielpunkt oder der Haupteinnahmepunkt hier draußen ist, sondern hier drin wäre es halt, könnte man seine Armee aufteilen und dann so frische Truppen hier lassen und wenn zum Beispiel einer von der Front angreift, also sage ich mal hier, dann marschiert man hier, ist immer noch unter Beschuss und dann wartet man hier halt nochmal. So, aber wir werden jetzt, von welcher Seite greifen wir an? So. Ich glaube, wir werden das so machen. So, ich hock jetzt mal hier auf. Ja, dann gehen sie hier hin und gehen dann in einer Kolonne da rein. So. Oh. Schon krass.
Ja. Die Mauern sind durchbrochen. So, so. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Das sind Frauen. Wie das aussieht. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Wir haben einen Turm eingenommen. Unser General wird angegriffen. So, jetzt noch da. Ja, ja. Ich glaube, das war's dann. Flup, flup. Ach ja. Eine schöne Stadt. So, das hat jetzt 7 Minuten gedauert. Wer davon war denn... Ah, die da waren weiblich.
Die beiden, okay. Ups, Entschuldigung. So. Gut. Und damit war's es auch wieder. Also, fast. Besetzen, also unterdrücken bzw. Klientel machen wir da jetzt nicht nochmal. Das habe ich schon mal gemacht. Und das bringt jetzt auch nichts mehr. Gut, der hat Level Up. Vor allem Level 7 ist das jetzt. Veteranenarmee ist auch super. Aber ich mache lieber das da. Gut. Dann schauen wir nochmal hier. Ah, genau. Die sollte hier ja aufpassen, ne? Genau, nächstes Jahr werden wir hier, oder nächste Runde werden wir hier angreifen. Der hat noch ein bisschen was bekommen. Attentat. Oh. Das war ein krasser. Oder das ist ein krasser. Ich weiß nicht, ob das alles so, so sicher wäre. Aber ja, wahrscheinlich schon. Militärausbildung. So, du holst den mal ab. Gut, und ich würde sagen, jetzt sind wir fertig. Danke fürs Zuschauen, ich hoffe, euch hat's gefallen und bis zum nächsten Mal, bye. See ya. Shut up!